Hallo und guten Morgen. Hier ist die Petra wieder und ich will euch heute meine 6 Halloween-Kappen zeigen, die ich noch gemacht habe zu dem Flipbook-Swap. Und zwar habe ich die mit meiner Cricut geschnitten. Ja, und da fangen wir jetzt mal an. Das hier ist die erste. Die haben auch alle im Innenleben, also die sind innen auch noch. Da steht drauf, a treat for you. Wer welche bekommt, wie gesagt, das gucke ich nicht drauf. Da kommt jetzt dann irgendeine halt in den Umschlag mit rein und dann ins Päckchen. Da habe ich diese Spinne mit dem Eek. Die geht nach oben auf und da ist dann drin das Happy Halloween. Dann habe ich hier diese zwei Monster mit diesen Fackelaugen und dann habe ich die Schuhe und die Mützen und die Fühler da oben habe ich mit Glossy Accent ein bisschen ja, lackiert. Dann sind diese zwei Spinnen. Ich werde auch nichts reinschreiben in die Karten, weil ich es einfach schöner finde, wenn man vielleicht die dann wiederverwenden will. Deswegen kommt da jetzt eigentlich nichts mehr rein. A ghost hug for you. You can't feel it, but it's there. Da habe ich den Rock und die zwei Streifen am Hut beglittert. Eine Hexe, da drin steht Magical Happy Halloween. Und da habe ich den Kessel unten noch gemacht. Vierte, dann kommt die Nummer 5. Da habe ich dann einfach mal diesen Kessel hier gemacht. Geglittert. Ne, gleich, das war gleich Glitzerkarton. Mit dem Halloween unten. Und da steht dann drin Trick or Treat. Also hinten ist überall nichts drauf. Dann habe ich hier noch diese Scary, die ist jetzt in einem Glitterkarton gemacht. Na. Da habe ich das Scary doppelt ausgeschnitten und habe es mit Abstandhalter. Ein paar dieser Karten habe ich mir die Idee aus dem Internet geholt, weil es da ganz viele Halloween-Karten gibt und auch welche wie die mit der Cricut geschnitten sind und diese Patronen, diese Schneidepatronen-Cartridges habe ich auch. Deswegen habe ich da jetzt einfach auch ein paar bisschen nachgemacht. Ich glaube, das kann man so besser einfangen. Da steht dann auch wieder drin das Trick or Treat. Das ist dann diese Karte. Das werde ich jetzt alles noch in die Kistchen mit reinpacken und da gehen die heute noch raus, spätestens morgen. Und das waren jetzt meine Halloween-Karten. Vielen Dank, bis dann, tschüss!